Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute wieder eine neue Folge von Eating with My Ex, dem Format, was auf jeden Fall sehr gut bei euch ankommt. Also freut mich natürlich, danke für den ganzen Support. Und heute haben wir wieder eine Folge, auf die sich, denke ich mal, ein paar von euch freuen werden. Die Folge wurde mehrmals kommentiert. Ihr könnt mir natürlich auch gerne von den Folgen, die es jetzt noch gibt, immer die Links per Instagram oder wie auch immer schicken, kommentieren, einfach die Namen, wo ihr Bock drauf habt, dass ich auch drauf reagiere, und dann können wir das gerne machen natürlich. Heute haben wir hier André Mangold und ich muss ganz kurz gucken, wie heißt sie, die noch dabei ist. Pauline. Ich muss dazu sagen, ich kenne ihn nicht. Er war scheinbar beim Bachelor dabei, aber er wird sich hier sowieso nochmal vorstellen. Deswegen gucken wir uns das einfach an. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß bei dem Video. Wir starten rein. Lasst gerne ein Abo da und damit let's go. Also, was ich vergessen habe, die ganze Folge gibt es natürlich bei Discovery Plus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin André Mangold, ich bin 35 Jahre alt und ihr kennt mich wahrscheinlich vom Bachelor. Und heute treffe ich auf meine Ex-Freundin Pauline, die ich seit über 5 Jahren nicht gesehen habe. Ich bin Pauline. Ach krass, okay. Also 5 Jahre haben die sich nicht mehr gesehen. Ich dachte jetzt, oder vielleicht ist es am Ende noch so, ich glaube aber nicht, ich dachte jetzt irgendwie, das wäre dann die, mit der er vielleicht dann nach Bachelor zusammen war, dass die hier dabei ist. Außer, das ist schon so lange her, dass er Bachelor war. Keine Ahnung, aber okay, wird auf jeden Fall interessant werden. Bin 34 Jahre alt, lebe in Düsseldorf. Pauline ist meine vorletzte Beziehung gewesen. Ich war mit ihr über 4 Jahre zusammen, wir haben auch zusammen gelebt. Damals war er Profisportler. Er hat Basketball gespielt. Ja, der Sport prägt mein Leben und die Sommerpause im Basketballerleben war immer das große Highlight. Und wir sind dann im Sommer zum Beispiel, ich kann mich an einen Trip nach Bali erinnern, da waren wir, glaube ich, 3 Wochen lang. Wenn wir gute Zeiten hatten, dann hatten wir richtig gute Zeiten, ne? Dann waren wir das Tag-Team schlechthin, wir waren auf einer Wellenlänge. Oh, da bin ich gespannt. Also bei denen kann man jetzt schon wieder sagen, das Treffen wird, glaube ich, ganz anders als bei allen anderen, die wir bisher hier hatten. Also das finde ich halt so geil dran, ne? Klar, es sind immer verschiedene Leute, verschiedene Beziehungen und so weiter, deswegen ist es auch irgendwo klar. Aber trotzdem, so nach 5 Jahren, das hatten wir jetzt so noch nicht gehabt hier. Deswegen, ich glaube, das wird echt interessant. Vielleicht geht da wieder was. Also ich habe gedacht, ich habe ihn jetzt gefunden. Wir waren super glücklich zusammen und es hat alles gepasst. Und ich konnte mir damals auch vorstellen, diese Frau zu heiraten. Aber so mit der Zeit hat es mir schon an Substanz und Tiefe gefehlt. Und zur Trennung kam es, indem wir ein Gespräch hatten über Heirat, Kinder, Zukunftsansichten. Und ich dann zu ihm meinte, dass ich mir das so nicht vorstellen kann. Und daraufhin sagte er, warum wir das dann überhaupt noch weitermachen würden. Wir haben uns dann noch einmal getroffen. Boah, krass. Okay, die Story ist heftig. Habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Aber irgendwie krass, also dass man es dann trotzdem so eiskalt oder nicht eiskalt, aber so schnell und einfach irgendwie durchziehen kann, ist schon nicht so leicht. Also ich meine, viele Leute, ne, die passen nicht zusammen oder merken das auch und die ziehen es halt trotzdem irgendwie weiter durch, was nicht gut ist, weil es halt am Ende nichts bringt so, ne? Und eigentlich ist ja schon wichtig, dass man halt in solchen Punkten auch übereinstimmt, sonst klappt es auch nicht. Aber dass man das dann so im nächsten Atemzug direkt so beenden kann, ist schon krass. Also es wird natürlich wahrscheinlich ein bisschen schneller erzählt jetzt hier, ne, als es am Ende wahrscheinlich war, aber trotzdem, also ist schon krass. Zu einem abschließenden Gespräch und haben uns verabschiedet und seitdem nie wieder gesehen. Okay, das wird echt interessant. Das letzte Mal, glaube ich, als die Medien verkündet haben, dass ich der neue Bachelor bin, weil sie mich dann natürlich auch kontaktiert hat und gesagt hat, sag mal, was ist mit dir los? Wieso taucht mein Name und meine Bilder überall in der Presse auf? Hättest du mich nicht mal warnen können? Ich wurde nie gefragt, ob mein Name erwähnt werden soll, ob das in Ordnung ist. Und darüber war ich sauer, weil ich eigentlich mit der ganzen... Ach, krass, okay, also er hat dann quasi beim Bachelor mitgemacht und als das halt öffentlich wurde, aber warum wurde sie mit reingezogen? Weil sie die letzte Beziehung war oder wie? Also das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, dass es vielleicht komisch ist, wenn du so plötzlich dann überall dein Gesicht siehst und da gar nichts von wusstest. Okay, das kann ich verstehen. Und ich möchte unbedingt wissen, warum der damals meinen Namen überall breittreten musste. Ich weiß nicht, ob ihr das noch irgendwie schlecht oder böse nachhängt. Ich werde es heute vielleicht erfahren. Ein bisschen. Hello. Na? Na? Ich hab's gesehen. Voll. Ewig. Wohin, wohin? Hierhin, bitte. Hierhin. Oh, aber ganz andere Begrüßung oder viel lockerer irgendwie. Natürlich. Okay. Dankeschön. Und? Herr Mangold,
Ich habe da einmal eine Frage für dich. Ich bin gespannt. Ja, hier kommt jetzt wieder ein anderes Pärchen, ne? Also wir haben immer zwei Ex-Couples pro Folge. Wer die anderen beiden sehen möchte, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Isabel und irgendwas mit R, glaube ich. Rick. Ja, hier oben steht's. Okay, Rick. Das könnt ihr euch dann, wie gesagt, bei Discovery Plus anschauen. Aber damit das Video auch nicht so lange wird und so weiter, ihr kennt's ja mittlerweile, gucken wir nur die beiden. Warst du glücklich mit mir? Ja, ich war die meiste Zeit natürlich glücklich. Wäre es dauerhaft gewesen, dann wären wir wahrscheinlich heute noch zusammen. Aber ich muss sagen, es war eine größtenteils sehr harmonische Beziehung. Mhm. Wir haben uns da schon, ich glaube, gut aufeinander eingelassen und waren auch füreinander da. Das fand ich echt schön. Ja, schön. Danke. Ja. Oh, krass, also ich finde es echt voll interessant bei denen. Essen wieder 10 von 10 hier. Mach's nicht so spannend. Ja, natürlich. Warum haben wir uns eigentlich getrennt? Okay, jetzt gucken wir mal, ob der gleiche Grund wiederkommt wie vorhin oder ob es plötzlich doch einen anderen Grund gab. Naja, weil wir nicht mehr auf einer Wellenlänge waren und weil ich dir nicht hinterherfahren konnte in jede Stadt mit deinem Basketball. Wie so eine Ah, okay, gut, da höre ich raus, es gibt hier scheinbar noch einen anderen Grund mit dem Hinterherfahren mit dem Basketball. Ja, gut, okay, kann man auch nachvollziehen, ne? Also, das sind auch, glaube ich, so Kleinigkeiten. Ich weiß halt nicht, ob er den Sport nicht auch schon zum Anfang von der Beziehung gemacht hat. So kam es eigentlich zumindest rüber. Aber vielleicht, das sind so Dinge, ich glaube oft, sowas stört einen am Anfang halt nicht. Und mit der Zeit aber irgendwie schon. Ist natürlich nicht so gut. Zu unserer Fernbeziehung damals kam es, weil er den Verein wechseln musste. Dementsprechend muss ich dann meinen Wohnort wechseln, bin dann nach Göttingen gezogen. Ich bin dann mitgezogen, aber ich hatte ja noch 3 Stunden entfernt eine Firma und ein Büro, in das ich musste. War ja nur eine Stadt. Naja, es waren 3 Städte. Okay, gut, das ist dann halt echt nicht gut, ne? Also 3 Stunden ist schon viel, da brauchst du dann auch nicht mal so einfach spontan hinfahren, irgendwie so eine Stunde oder so geht ja noch, aber sonst ist das halt schon, boah, echt unpraktisch, ne, muss man sagen. Richtige Businessfrau. Ja, es war Bonn, es war Göttingen, es war Würzburg. Das war ja, da waren wir schon getrennt. Nee. Wie nee? Nee. Haben wir uns nicht getrennt, als ich in Göttingen war? Nein. Dann schön, dann habe ich das wahrscheinlich alles weggedrängt. Mhm. Ich bin so viel Auto gefahren, jedes Wochenende, jede freie Sekunde. Es ging einfach irgendwann nicht mehr. Da hatte sie damals mit der Selbstständigkeit auch sehr viel zu tun. Wir haben uns sehr wenig gesehen und dann hat sie sich vielleicht ein bisschen missverstanden gefühlt. Ah, okay, hier stand das übrigens, 2019 war er Bachelor. Das ist ja noch nicht mal so lange her eigentlich, ne? Also geht. Auch. Das heißt, ich hatte auch gar nicht den Kopf dafür und hatte auch irgendwann nicht mehr die Kraft dafür, weil ich mir einfach nur gedacht habe, ganz ehrlich, du bist die Frau, die ich liebe, mit dir will ich meine Zukunft verbringen. Wo bist du gerade, wenn ich dich brauche? Und du bist nicht da. Und wenn du jetzt nicht da bist, ja. Ja, aber das hatte ich ja bei dir genauso. Genau. Ich meine, ich weiß, dass ich irgendwann gesagt habe, nö, ich komme jetzt nicht mehr. Genau. Und ich fahre dich jetzt auch nicht mehr zum Arzt und ich mache auch das nicht mehr. Du kannst dir ein Taxi nehmen. Genau. Ja, aber das ist ja nur passiert, weil ich mich so lange so gefühlt habe wie du. Ich finde es echt heftig bei denen. Also eigentlich war das scheinbar eine richtig harmonische Beziehung, nicht so wie jetzt bei den anderen, wo es irgendwie... Also ich kann euch nur empfehlen, guckt euch mal die Folge mit... Jetzt muss ich kurz selber nachschauen, wie hießen die beiden nochmal? Caro und... So, letzte Folge hier, Caro und Robert. Sehr lustig. Also wenn ihr Bock habt, unterhalten zu werden, dann unbedingt die Folge anschauen. Wir haben ja auch auf ganz viele andere schon reagiert. Bei denen war das halt so, oder so ist ja auch bei vielen, dass die halt einfach, wie soll man sagen, sehr häufig streiten, Eifersucht und so weiter, diese 0815-Gründe. Aber bei denen ist halt wirklich ein tieferer Grund. Und ich glaube, das merkt man aber auch, weil die halt nicht so menschlich gesehen ja noch gepasst bei denen scheinbar, nur halt das mit der Entfernung und so nicht. Und deswegen, glaube ich, ist auch das Verhältnis jetzt ja nicht schlecht bei denen oder nicht komisch. So, keine Ahnung, aber finde ich, merkt man auf jeden Fall, dass die jetzt kein Problem miteinander haben. So. Also locker, da könnte auch noch mal was gehen. Eine Trotzreaktion gekommen. Wobei sich das wahrscheinlich mit der Entfernung nicht geändert hat. So. Also dann macht es natürlich keinen Sinn. Dass aber ihr wisst, was ich meine. So, nee, ich investiere jetzt gar nichts mehr da rein, weil auch einfach nicht das zurückkommt, was ich mir wünsche. Wäre ich... Das Return to Investment hat hier gefehlt. In gewissen Situationen ernst genommen worden, wären wir jetzt verheiratet und hätten Kinder. Aber... Wow! Ja. Also das hat mich schon zum Nachdenken gebracht, weil das ja damals auch die Frau war, mit der ich mir das gewünscht hätte. Ich glaube, am Ende waren einfach meine Gefühle nicht so stark, dass ich die Zukunftspläne mit dir hätte verwirklichen können, die du wolltest. Mhm.
Und das haben wir ja auch festgestellt, nachdem du das Thema angesprochen hast und ich gesagt habe, ich kann mir das nicht vorstellen mit heiraten und Kindern. Der Nachtisch. Bist du Single gerade? Bist du wahrscheinlich? Bist du Single gerade? Ich bin Single gerade, ja. Okay. Das passt ja schon was. Die Situation hätte man auch komisch verkaufen können, wenn man eine Freundin hat. Also wahrscheinlich hätte man es durchbekommen, aber... Keine Ahnung. Ich hätte gesagt, ich gehe da noch was klären. Hast du was zu klären? Ja, also ich hätte schon ganz gerne noch mal irgendwie... Oh, nee, warum habe ich diese Frage gestellt? Kann ich gehen? Richtung bitte. Ah, jetzt kommen wir zu dem mit der Presse. Safe. Du hättest meinen Namen nicht nennen müssen. Ich hatte so viel Stress wegen dem und du hast es dann nicht mal eingesehen. Ich habe deinen Namen nicht genannt. Wofür? Wofür? Ja, keine Ahnung. Glaubst du mir nicht, ne? Ja gut, das Ding ist, dabei muss ich halt auch sagen, also er wirkt jetzt auch nicht so, als würde er hier irgendwie unehrlich sein, ne? So, und bei solchen Dingen, ich glaube, das kannst du nicht verhindern. Also, dass die das irgendwie rauskriegen. Sie dachte scheinbar halt immer, es wäre von ihm. Er sagt aber, nee, ich hab deinen Namen nicht genannt. Warum auch? Ist eigentlich auch so ein Ding, warum sollte man das auch machen, ne? Also, eigentlich, wenn man es mal so betrachtet, ergibt es ja auch keinen Sinn. Was hat er davon? Nichts. So, und man könnte natürlich auch sagen, man will ja der anderen Person jetzt vielleicht dann auch diese Aufmerksamkeit nicht unbedingt schenken. Das würde ich zumindest mir so ein bisschen denken. Aber ja, mal gucken, was er noch dazu sagt. Nee. Na, dann sag mir mal einen Grund, warum ich das aber ich glaube ihm das. Ja, der arme André, der von seiner Ex-Freundin betrogen wurde und dann bla bla bla, weißt du, all der ganze Mist, der überhaupt nicht gestimmt hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich während der Ausstrahlung des Bachelors einmal darüber gesprochen habe, dass ich halt eine meiner Ex-Freundinnen mal mit einem anderen Typen erwischt habe. Und oh nein, und die haben dann sie quasi irgendwie ausfindig gemacht so und haben das auf sie angewandt oder wie? Okay, das ist natürlich schon krass. Es ist natürlich schade, dass es dann auf sie umgemünzt wurde, ja. Weil es ging absolut nicht um sie, es war halt in einer vorigen Beziehung. Ich möchte nicht als Betrügerin irgendwo im Internet dastehen, obwohl ich überhaupt nichts mit dem ganzen Bums zu tun habe, ganz einfach. Verständlich, nur trotzdem hätte ich in der Situation nicht aktiv eingreifen können. Du konntest keinen Instagram-Post machen Nein. Und sagen, ey Leute, tut mir total leid, wurde Nein. Alles falsch dargestellt. Es ist. Konnte ich nicht. Ach so, warum? Weil das Projekt war zu Ende gedreht. Und dann habe ich eine Sperrfrist gehabt. Ich durfte die ganzen... Ja, das habe ich mir auch schon gerade gedacht, ne? Das ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Also natürlich jetzt für außenstehende Personen, die damit halt nichts zu tun haben und so, die denken sich so, ja, warum? Dann post es doch einfach, stell das irgendwie klar. Man hätte es vielleicht in der Show schon selbst oder wo das halt irgendwie erwähnt wurde, was er da meinte gerade, vielleicht klarer ausdrücken können, ne, besser kommunizieren können, wen man da meint oder wen man nicht meint, irgendwie, ja, keine Ahnung, ist schwierig. Er hätte sich ja auch nicht denken können, dass da sowas draus gemacht wird. Also das ist halt echt eine belastende Situation, für die von den beiden eigentlich niemand was kann. Sie, weil sie es nicht gemacht hat und er, weil er auch nicht wollte, dass das so... Ja, so ausgelegt wird, ne? Hey, 3,5 Monate, wo alle Presseorgane da waren. Ich durfte auf Social Media, ich durfte keine Interviews geben und ich durfte keine Social Media machen. Ja, und auch danach hättest du gar nichts machen können. Ey, es tut mir leid, dass du da in irgendeiner Weise negativ was abbekommen hast, aber es ist nicht für mich beeinflussbar. Die sagen, ist gedruckt, ist da, ja und jetzt? Interessiert uns nicht. Schlagzeile, Schlagzeile. Was soll ich da machen? Naja, es ist natürlich extrem bescheuert. Das ist wie bei YouTube. Titel, ist sie ihm fremdgegangen? Aber nee, mach ich natürlich nicht. Ich habe natürlich auch noch eine Frage für dich. Okay, ich bin gespannt, was kommt jetzt. Vermisst du mich? Sehr gute Frage. Jetzt so aktuell, nö. Ah, okay, ich wollte gerade noch sagen, was denkt ihr? Kommentiert's mal. Aber ich glaube, nach 5 Jahren ist das halt dann auch nicht mehr so schlimm. Also, wobei es wahrscheinlich trotzdem immer mal wieder irgendwie so kleine Momente gibt. Kann ich mir auch vorstellen. Also, es ist ja irgendwo so... Normal, ne? Auch nicht mit einer anderen Antwort gerechnet, ehrlich gesagt. Nee, tue ich nicht. Also alles andere hätte mich ja so überrascht. Aber ja, nach der Trennung, also ich war schon traurig 2-3 Tage, aber mir ging's... Damit hätte ich nicht gerechnet. 2-3 Tage. Boah, das ist ja schon ganz heftig. Also da wieder rauszukommen aus dem Loch, Freunde, wie hat sie das geschafft? Also da ist unvorstellbar. Schnell wieder gut. 2-3 Tage? Sorry. Sie haut hier richtig raus, ey. Ich renn weg, ey. Ich weiß das. Leute, 2-3 Tage. Es tut mir so leid, dass ich das sagen muss. Nein, ernsthaft. Aber natürlich, das sind Up and Downs, ne? Dann kommen Phasen, da vermisst man einen wieder. Ah ja, dann kommt wieder ein Tag oder auch mal 2 oder auch mal 3 Tage. Aber sie hat straight rausgehauen. Das war schon krass. Ich glaube, auch wenn ich eher gewesen wäre, ich hätte irgendwie voll angefangen zu lachen. Weil mit der Antwort rechnest du nicht.
zweifelt man an seiner Entscheidung und was alles zu so einer Trennung dazugehört. Aber tatsächlich ging es mir sehr schnell sehr gut. Trotzdem ist das, egal von wem, nicht schön zu hören. Ja, es ist halt leider kein, was halt immer generell da so ist. Ne? Es ist halt nicht so ein Dialog, wo die dann so sagen, ja, und wie war es so für dich? Weil das würde mich jetzt halt bei ihm interessieren. Sondern es ist halt immer so straight, okay, Frage wird gestellt, beantwortet, aber nichts groß drüber hinaus. Also nur eigentlich nur das, wo er vorhin mal meinte, ob sie Single ist, aber mehr nicht. Schade bisschen, also hätte ich jetzt gerne mal gewusst, wie es ihm damit so ging, aber ja gut, okay. Dass man jemanden nicht vermisst hat, das trifft halt schon immer. Ja. Und André war eine sehr wichtige Liebe in meinem Leben und ich möchte ihn natürlich auch nicht verletzen dadurch, ne? Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie geht es jetzt mit uns weiter? Sie haut straight raus, gar nicht. Ich bin Single, ich will mich verlieben, ich habe einen Familienwunsch. Und ob das jetzt mit einer neuen Frau ist oder vielleicht mit einer Frau, mit der ich mal zusammen war, wo uns ja schon offensichtlich Punkte verbunden haben. Deswegen sage ich niemals nie. Du hast eine sehr, sehr große Rolle gespielt in meinem Leben. Deswegen sehe ich dich nach wie vor als Teil in meinem Leben. Sehr gut. Krass. Es war echt aufregend, ihn nach so langer Zeit wiederzusehen. Es war eigentlich wieder so ein bisschen wie früher. Ne? Also man hat ein bisschen gelacht, man hat ein bisschen getankt. Aber nicht definitiv nicht romantisch. Okay. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe jetzt auch gar nichts erwartet oder erhofft. Ich meine, wir haben uns extrem lange nicht gesehen. Hatten wir auch schon anders gehabt in dem Format. Deswegen, also mich hätte es nicht gewundert. Aber ich sag mal so, was ja jetzt auch noch nicht ist, könnte ja trotzdem nicht noch, sondern noch mal werden. Ne? We take it from here, würde ich sagen. Mhm. Krass, ich fand es echt mega interessant, das bei den beiden mal die Story so anzuhören. Wie gesagt, ich kannte ihn vorher auch nicht oder so. Ich denke auch für die Leute, die ihn halt schon von Bachelor kennen, werden es bestimmt auch voll interessant gefunden haben. Aber war auf jeden Fall eine geile Folge. Ich habe Bock, mir auch noch mehr anzuschauen. Ich glaube, jetzt letzte Woche kam keine neue Folge raus. Also vielleicht ist die erste Staffel dann zu Ende, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wird bestimmt auch eine neue wieder kommen irgendwann. Checken wir ab. Ich bin gespannt, wer da in Zukunft noch dabei sein wird. Und wenn ihr noch jemanden habt, der hier schon dabei war und auf den wir reagieren sollen, dann einfach mir schicken oder kommentieren. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Freunde. Ciao.